Hey, der Hobby-Atheist macht auch Pause. Moin. Ja, du guck mal einer an, du. Endlich mal was Positives in der Zeitung. Wieso, was denn? Ein Wurstbrötchen. Jetzt wird er auch noch witzig, dieser Christentrottel. Ist ja nicht zum Aushalten. Hey, ich hätte auch noch eins für dich gehabt. Oh, kein Humor. Aber braucht man unbedingt Humor. Vor allen Dingen für die Zeitungen heute. Na gut, dann genießen wir halt den Rest der Pause ohne den Hobby-Atheisten. Bisschen entspannen kann ich ja noch. Paar Minuten habe ich noch. Ist übrigens auch vom Aussterben bedroht, oder? So eine Armbanduhr. Früher hatten eigentlich alle Leute eine Armbanduhr. Heute eher so, ich sag mal, Handygucker, ne? Da sieht man ja, wie spät es ist. Da braucht man ja keine Uhr mehr, ne? Aber das war schon was Besonderes. Ich meine, das war auch schon richtig so ein Statussymbol. Also ich für meinen Teil habe ja meistens Rolex getragen, nicht? Oder Breitling, jedenfalls. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe nie so sehr auf die Marke geguckt. Damals gab es noch Amazon Analog. Das nannte man damals Quellekatalog. Da habe ich mir meine erste hochwertige Armbanduhr bestellt. War lustig, ne? Wenn Leute, die die teuersten Uhren hatten, immer zu spät gekommen sind, ne? Warum hat man da eine Uhr? Reines Statussymbol, ne? Jesus, der sagt einmal, es ist komisch, dass ihr die Zeichen des Himmels beurteilen könnt, aber die Zeichen der Zeit nicht. Darum pflege ich heute einen Chronometer zu benutzen. Chronometer, sagt man ja, wenn eine Uhr besonders wertvoll war. Da war das keine Armbanduhr, ne? Keine Uhr am Arm, ne? Sondern dann war das ein Chronometer. Einfach, weil es noch ein bisschen teurer klingt. Ne? Chronos, ein Wort im Neuen Testament, ebenso wie Kairos. Ich habe mal eine Predigt drüber gehalten über die beiden Worte. Die zeigen Zeitspannen und Zeitpunkte. Wieso sagt es komisch? Ihr könnt das Wetter beurteilen. Die Verse habe ich auch schon oft zitiert. Ne? Aber warum könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht beurteilen? Das, was gerade passiert, die Zeit. Warum versteht ihr das nicht? Ich zeige euch mal den besten und teuersten Chronometer, den ich mir je geleistet habe. Darf ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Weil man soll ja keine Rolex tragen als Christ. Ne? Ist auch keine Rolex. Das ist mein Chronometer. Die Bibel. Die sagt genau, was am Ende der Zeit passieren wird. Und es passieren gerade so unglaublich viele Sachen, wo ich immer wieder so geflasht bin, wenn mir erst so im Nachhinein klar wird, wie die Zeichen der Zeit quasi wieder für die Bibel gesprochen haben. Nicht? Ist interessant, wie Gott im Moment auch die Menschen noch so zusammensucht, die Letzten quasi, die sich zu ihm wenden und sagen, ich möchte ein neues Leben beginnen, ich möchte meine Schuld loswerden, ich möchte Jesus Christus zum Inhalt meines Lebens machen. Und wisst ihr, wodurch das komischerweise ganz besonders krass passiert ist, darüber bin ich mir auch erst jetzt so im Nachhinein so richtig klar geworden, durch die Corona-Zeit. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Geschwister ich in den letzten Monaten taufen durfte, die mir gesagt haben, ja, ich habe in der Corona-Zeit angefangen, mich mit Gott zu beschäftigen. Ich kam mal runter. Ich hatte mal Zeit. Da habe ich die Bibel genommen, habe sie aufgeschlagen, habe sie gelesen und habe gemerkt, das gibt's ja nicht. Die ist ja brandaktuell. Ich zitiere noch einmal Luther. Die Bibel ist nicht antik. Sie ist auch nicht modern. Sie ist ewig. Darum ist sie immer aktuell. Und das sagen mir neuerdings so viele. Auch heute, wenn ihr das hier seht, am Sonntag, da habe ich schon wieder jemanden taufen, der sagte, in der Corona-Zeit, da habe ich angefangen, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ist das nicht Wahnsinn? Das, was wir als Geißel der Menschheit wahrgenommen haben, ja, und die ganzen Maßnahmen, der ganze Unfug, ich habe es ja auch gesagt, nicht schon vielfach damals in der Corona-Zeit, das hat zu nichts geführt, aber die ganze Situation, die hat dazu geführt, Menschen fühlten sich isoliert, Menschen fühlten sich alleine und da haben viele angefangen, in diesem Wort zu lesen. Da kann man mal sehen, dass Gott auch aus den schlimmsten Plagen, die er schickt, noch einen Segen machen kann, wenn Menschen sich darin, in dieser Katastrophe der Maßnahmen und der Krankheit, an den richtigen wenden, nicht?
Tja, ja, die Corona-Zeit hat einen tatsächlich runtergebracht. Man muss sich wundern, nicht? Dass das geklappt hat, ohne dass der Mensch es wollte. Man hatte was ganz anderes vor, nicht? Man wollte uns vor einem furchtbaren Virus schützen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die Menschen aufgerüttelt werden und dass viele davon tatsächlich gelernt haben, ich muss mal runterkommen. Das habe ich übrigens in der Corona-Zeit auch gesagt, in einem ganz frühen Posting. Guck mal hier. Immer zu Hause rumhängen, jetzt nicht. Isolation. Alten Menschen geht es noch viel schlimmer. Wer hätte das vor 8 Wochen noch gedacht, nicht? Wenn ich euch gesagt hätte, in unserem Land gibt es einen Totalstopp. Stopp. Aus die Maus. Hättet ihr wahrscheinlich gesagt, ja, okay, im Kriegsfall kann das passieren, nicht? Nein, nein, ich rede nicht vom Kriegsfall. Ich rede von einem Virus, nicht? Unglaublich. Ihr könnt ruhig lachen, aber mir kommt so vor, als wenn Gott sagt, Stopp. Stopp Feierlaune. Stopp Party. Stopp sexuelle Freizügigkeit. Stopp Fußball. Stopp Geld verdienen. Die ganze Gesellschaft soll einmal Stopp machen und die Luft anhalten. Wie wär's mal, statt sich zu langweilen, damit ein wenig in sich zu gehen? Nochmal eine Maßnahme, oder? Einfach mal über sich und Gott und die Welt ein bisschen nachdenken. Das wäre sicherlich eine Empfehlung, die Gott sehr gelegen käme und die Gott auch gut finden würde und gut heißen würde. Einfach mal zu sagen, ich denke mal über mein Leben nach, nicht? Weil wir haben ja nie Zeit. Nee, ich habe keine Zeit. Vor einigen Jahren erzählte ich mal einem jungen Mann von meinem Glauben, dass ich überzeugter Christ bin und dass jeder Mensch sich vor Gott entscheiden muss, dass jeder Mensch nur über Jesus Christus zu Gott kommt. Da sagte er, ja, das hört sich interessant an, da werde ich mal drüber nachdenken. Ich sage, ja, schieb das aber nicht raus, sondern mach das gleich, nicht? Dieses Morgen, nur nicht heute, das ist bei uns Menschen typisch, nicht? Und Gottes Wort warnt davor und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Und er sagte, ja, ich habe im Moment so wenig Zeit, ich habe im Moment echt keine Zeit dafür. Sagt ihr das wirklich, ne? Wisst ihr, was der Witz daran war? Der war schon seit Jahren arbeitslos. Hört sich alles so einfach an, nicht? Einfach mal runterkommen. Es wird oftmals Menschen geraten, die im Stress sind, die vielleicht krank sind durch Stress, nicht? Kommen Sie einfach mal runter, ne? Ja, aber so leicht ist das gar nicht, nicht? Selbst mein Hobby, mit dem ich ja seit Jahren mein Geld verdiene, das Angeln, das verkommt immer mehr zu einem Wettbewerb. Jeder will besser sein als der andere. Wer fängt mehr Fische? Wer fängt größere Fische? Da gibt es richtige Wettbewerbe, wo man gegeneinander antritt. Das ist mir völlig zuwider, sowas. Das, wodurch man einmal runterkommen sollte, auch zum Nachdenken kommt, das wird plötzlich zum Stress. Und das ist das Ziel des Teufels. Der will uns nicht zur Ruhe kommen lassen. Und darum kann man sagen, ist die Corona-Zeit im Nachhinein betrachtet doch ein großer Segen geworden. Jedenfalls für viele Menschen. Wenn Menschen in der Corona-Zeit sich überlegt haben, ich muss mal runterkommen und ich nehme mir die Zeit, um dieses ewige Wort einmal zu lesen. Die Bibel. Aber wie kommt man eigentlich dahin, dass man die Aussagen der Bibel auch versteht? Denn darin sind ja auch viele Bilder enthalten. Nicht Dinge, die damals einfach passiert sind, die aber für uns Bilder geworden sind. Zum Beispiel der Feigenbaum. Der Feigenbaum ist in der Bibel ein Bild für Israel. Das sieht man im Propheten Hosea. Ich habe dich gesehen als den Feigenbaum. Und das ist der Chronometer unserer Zeit. Israel, der Feigenbaum. Beobachte den Feigenbaum, wenn der schon weich geworden ist und Blätter treibt, sagt Jesus einmal. Dann wisst ihr, dass es nahe an der Zeit ist. Diesen Feigenbaum gibt es übrigens mehrere schöne Gleichnisse und viele Geschichten, die Jesus selber erlebt und erzählt hat. Ein Beispiel ist ein Gleichnis. Da ist ein Besitzer eines Weinbergs und der hat einen Feigenbaum da stehen, aber der bringt keine Frucht. Und er sagt das zu seinem Gärtner, was soll dieser blöde Baum hier? Ich sag's wie immer mit meinen Worten nicht, in der Bibel steht es ein bisschen anders. Was soll dieser Baum hier? Wörtlich steht da, wozu macht er das Land unnütz? Der nimmt mir nur Platz weg und bringt keine Frucht. Und dann sagt der Gärtner, gib ihm noch eine Chance. Das ist ein Bild des Heiligen Geistes, nicht? Er sagt, ich will einmal noch Dünger um ihn legen. Ich will einmal noch dafür sorgen, dass er Frucht trägt, nicht? Und der Besitzer sagt wörtlich, 3 Jahre lang suche ich Frucht an ihm, aber da ist keine.
zu diesem Zeitpunkt war Jesus schon am Ende seines Lebens auf der Erde angekommen, diesen 3,5 Jahren Dienst, die er hier getan hat. Und diese 3 Jahre sind ein Bild für seinen Dienst. Er hat 3 Jahre lang gepredigt und sie haben immer noch nicht geglaubt. Das ist ein Bild. Israel hat noch immer nicht geglaubt. Darum sollte das Gebet für Israel auch weniger sein, dass sie irgendwelche Kriege gewinnen oder Terroristen besiegen, so sehr das auch zu wünschen ist, sondern es ist vielmehr das Anliegen eines Gläubigen zu beten, dass die Israeliten, die Juden, dass sie Jesus als ihren Messias erkennen. Dass er derjenige ist, von dem Mose gesprochen hat. Da wird ein Prophet nach mir kommen. Das ist dieser Christus. Das müssen sie verstehen. Das wäre ein Segen. Und das wird passieren. Aber es wird noch dauern. Und dann ist das das Bild dafür, dass die letzte Zeit, die letzten Monate des Lebens von Christus auf der Erde noch ein Versuch waren, das Volk aufzurütteln. Aber am Ende musste der Baum umgehackt werden. Ein anderes Beispiel sieht man kurz vor seiner Kreuzigung, wie sie nach Jerusalem reingehen und Jesus hat morgens Hunger. Er war ein vollkommener Mensch, nicht? Aber er war eben auch vollkommen Gott zu jeder Zeit. Das ist das, was unser Gehirn übersteigt, nicht? Das Geheimnis Christi nennt Paulus das. Da kommt man an einem Feigenbaum vorbei, Israel, und sucht Frucht. Die Fülle der Belaubung lässt darauf schließen, dass da Frucht sein muss. Diese Belaubung, das ist ein Bild für Namenschristen, für Scheinheiligkeit. Das war eine Religiosität, die Gott nie gewollt hat. Die Blätter täuschten das vor, wir sind fromm, aber da steckt nichts dahinter. Nichts an Frucht. Zumindest eine Vorfrucht. Und zwar war nicht die Zeit der Feigen, sagt der Evangelist Markus. Es war noch nicht die Zeit der Feigen. Darum erscheint es ungerecht, als Jesus von diesem Feigenbaum wieder zurückkommt und ihn verflucht und sagt, niemals mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Aua, niemals mehr. Er war verflucht, der Feigenbaum. Das ist das Urteil über Israel, weil sie nicht gehorcht hatten. Und die Jünger wundern sich, denn der Feigenbaum verdorrt sofort. Krass, nicht? Sofort verdorrt. Eine wahre Geschichte, also kein Gleichnis. Sondern der verdorrte einfach. Ein Bild wiederum für Israel, dass man merkt, dieses Volk bringt keine Frucht, obwohl der Messias vor ihnen war. Nicht? Es bringt keine Frucht. Und Jesus wusste, wenn keine Vorfrucht da ist, dann wird es auch keine Ernte geben. Und darum konnte er den Baum schon verfluchen. Und das ist dieses Verstoßen. Das heißt nicht, dass Gott sein Volk verworfen hat, aber er hat es für eine Zeit zur Seite getan. Diese 2000 Jahre seitdem, die vergangen sind, nicht? Und dann wurde das Evangelium den Nationen darum gepredigt. Und Israel wurde zur Seite getan. Und dann sagt Jesus, und jetzt passt auf. Beim Feigenbaum ist das so, wenn sein Zweig weich geworden ist, dann wisst ihr, das ist fast an der Zeit des Sommers. Dann kommt die Zeit der Ernte. Dann ist es bald soweit. Wann ist denn das? Ist doch gleich passiert, oder? Wisst ihr was? Ich glaube, wir leben mittendrin. Dass die Israelis mittlerweile merken, Mensch, könnte dieser Jesus nicht auch unser Messias gewesen sein, den wir verworfen haben? Und der Moment, wo sie dahin umkehren, wird der Moment sein, wo Gott sich seinem Volk endgültig wieder zuwendet. Und das ist das Schöne, dass wir diesen Chronometer haben, Israel, an dem wir sehen können, das Wort Gottes wird sich erfüllen, nicht? Und das ist der Grund, warum wir Christen auch eine so unglaublich wichtige Aufgabe haben, nicht? Wir haben die Aufgabe, den Menschen das zu sagen. Wir sind quasi der Chronometer der Öffentlichkeit. Dass wir den Menschen sagen müssen, was Sache ist. Und genau dadurch, durch viele Prediger, online, YouTube, wo auch immer, haben die Menschen in der Corona-Zeit gesehen, was die Wahrheit ist. Und das empfinde ich als einen so großen Segen. Ich war mir damals über die Tragweite meiner Worte gar nicht bewusst. Runterkommen. Nachdenken. Wir haben keine Zeit. Keine Zeit für Familie. Keine Zeit für Gott. Jetzt haben wir die Zeit. Jetzt ist sie plötzlich da, wie durch ein Wunder. Jetzt nehmt euch auch die Zeit und denkt mal drüber nach. Überlegt mal, eure Prioritäten jetzt mal ganz neu zu setzen. Viele prominente Personen sagen jetzt schon, es wird nach dem Virus nichts mehr sein wie vorher. Hätte ich nicht gedacht, dass das so krass in Erfüllung gehen würde. Dass so viele Menschen zum Glauben an Christus kommen. Allein durch die Corona-Zeit. Allein durch das Gezwungensein, alleine zu sein und sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Als Fernsehen, Arbeit, Party. Ich glaube, die Männer Gottes, die sein Wort aufschreiben durften, die waren sich auch gar nicht immer darüber klar, was sie da geschrieben haben.
über die tiefe prophetische Bedeutung, über die Bedeutung für die Endzeit. Der Heilige Geist hat sie benutzt, um mir Dinge so aufzuschreiben, dass so eine tiefschichtige Bedeutung darin enthalten ist. Johannes zeigt das selber in der Offenbarung, als er immer wieder Dinge gezeigt bekommt, wo er sagt, das verstehe ich überhaupt nicht, ja, ich komme noch nicht drauf klar, nicht? Und einige Dinge sollte er auch gar nicht aufschreiben, weil sie nicht für uns sind, nicht? Weil sie noch versiegelt sein müssen bis zum Ende. Aber er durfte sie schon sehen. Also sehr geheimnisvoll alles das Ganze, nicht? Aber trotzdem findest du in Gottes Wort ganz klar Anzeichen für das, was am Ende der Zeit passieren wird. Und ich gebe noch mal einen kleinen Einblick da rein, was am Ende der Zeit vor allen Dingen dominieren wird. Das findet ihr vor allen Dingen im 2. Timotheusbrief, im letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, an seinen Schüler, den Timotheus, kurz vor seinem Märtyrertod. Und da zeigt er in Kapitel 4, im letzten Kapitel quasi, wo es wirklich ans Eingemachte geht, und in Kapitel 3, da zeigt er, was am Ende der Zeit die Menschen kennzeichnen wird. Ihr werdet wahrscheinlich gleich sagen, ja wieso, das gab es doch immer. Ne? Ja, ganz bestimmt, die Menschen waren immer böse, sie waren sündhaft, aber es ist eine Frage, wie intensiv das stattfindet. Und da ist vor allen Dingen vielfach von einer Ich-Bezogenheit die Rede. Ja? Sie werden eigenliebig sein, Geld lieben, sie werden egoistisch sein, sie werden nur an sich denken. Das sind viermal Attribute, die da mindestens vorkommen, die sich nur auf das Ich des Menschen beziehen. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich heute Anfragen bekomme von kaputten Ehen, von seelsorgerlichen Anfragen, wo die Menschen sagen, mein Partner ist absolut egoman. Das heißt, regelrecht wie eine diagnostizierte Krankheit, es dreht sich alles nur noch um ihn. Und das wird wirklich verstärkt wahrgenommen, auch von Ärzten. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, hochmütig, prahlerisch, den Eltern ungehorsam. Die Kinder werden ihren Eltern nicht mehr gehorchen. Und das liegt daran, dass eine Erziehung heute als böse hingestellt wird. Wenn du als Vater oder als Mutter mal ein bisschen streng mit deinem Kind bist in der Öffentlichkeit, ja, dann nimm dich mal in Acht, dass du keine Anzeige kriegst und am nächsten Tag das Jugendamt vor der Tür steht. Da sind wir schon gelandet. Die Menschen wollen nicht mehr wahrhaben, dass der Mensch von Geburt an böse ist und dass er in gewisse Bahnen gelenkt werden muss als Kind. Ja, dass die Erziehung stimmen muss, sonst kommt nichts dabei heraus. Aber heute bist du ein Böser, wenn du dein Kind erziehst. Und so kommt das, dass die Kinder den Eltern ungehorsam sein werden. Das gab es auch immer. Aber diese Häufung, die wir gerade erleben, ein Auflehnen gegen die ältere Generation, das, glaube ich, hat es in dem Maß in der Geschichte der Menschheit eben noch nicht gegeben. Ich glaube, ich werde jetzt mein Zeitmesser auch endgültig entsorgen. Gottes Wort ist mir genug. Das muss es sein, was mir den Weg zeigt. Und komischerweise hat Gottes Zeitplan in meinem Leben immer perfekt gepasst. Teilweise war ich überwältigt. Und je mehr ich ihm vertraut habe und je mehr ich gesagt habe, ich möchte, dass du mich gebrauchst als ein nützliches Werkzeug, umso mehr habe ich gesehen, dass Gott Pläne mit mir hat. Umso mehr habe ich erlebt, wie Gott Dinge tut, mit denen ich selber nicht gerechnet hätte. Das war übrigens nicht immer lustig. Gottes Schule ist nicht immer angenehm. Das ist wie mit der Erziehung eines Kindes. Das ist nicht immer spaßig. Aber am Ende siehst du, dass es alles einen Zweck hatte. Und dann siehst du, dass der Herr was aus dir machen will. Das ist der Punkt nicht. Man muss sich Gott halt unterordnen, damit wirklich was dabei herauskommen kann. So wie auch Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollten, damit was aus ihnen wird. Ich glaube, ich brauche kein Corona mehr. Ich werde hier jetzt einfach ein bisschen an meinem Feuerchen sitzen. Ich werde mir gleich ein paar schöne Würstchen braten. Und während es ein bisschen zu Glut wird, bis ich die Würstchen auflegen kann, will ich noch ein bisschen runterkommen. Vielleicht mal beten, wie wär's denn damit? Schon mal versucht? Mach doch einfach mal. Es hat viel geraten zu meditieren. Lass den Schwachsinn. Meditieren ist nichts. Aber reden mit Gott, das wird beantwortet, wenn du es ernst meinst. Warte nicht auf die nächste Corona, Affenpocken oder sonst was Welle. Komm einfach mal freiwillig runter und sprich ein Gebet. Und tu es ernsthaft. Und tu es immer wieder. Und du wirst merken, da ist jemand, der dir antwortet. Der dir Frieden gibt. Euch allen einen
gesegneten Sonntag. War nur Spaß.